Es ist Doppeltag heute im Davis Cup in Brisbane in der Pat Rafter Arena. Und die große Frage, wen stellen die Teamchefs auf? Bei den Deutschen war das relativ schnell klar. Natürlich Pütz gesetzt und Struff, die beiden in der Bundesliga zum Beispiel umgeschlagen haben. Einen Challenger im letzten Jahr gewonnen. Und die Australier konnten ein bisschen rätseln. Nehmen sie Kyrgios oder doch nicht? Sie haben sich für Matthew Ebden entschieden, der erst nachnominiert wurde. Also für den einen oder anderen ein bisschen überraschend. Aber natürlich die Top-Einzelspieler braucht man auch top ausgeruht am letzten Tag. Dass das schiefgehen kann, das hat man unter anderem in Frankfurt damals gegen Polen bei Alexander Zverev gesehen. Also erstmal die Entscheidung bei beiden nachvollziehbar. Leighton Hewitt sieht seine Mannschaft mit Ebden und mit John Pierce. Und bei 4:4 hat das deutsche Team einen Breakball. Bis dahin sind die Australier ein bisschen wackeliger. Sie haben häufig 15:30 gegen sich. Und so ist es eigentlich fast nachvollziehbar, dass das deutsche Team, das sehr gut in diesen ersten Satz reinkommt, sich auch das erste Break holt. 5:4. Jan-Lennard Struff, sicherer Aufschläger. Dazu sein Partner Tim Pütz, der zum Teil mit Genialität aufwartet, ein gutes Auge hat. Manchmal ein bisschen zu kunstvoll spielt, aber natürlich für Glanzpunkte sorgt. Dazu kommt eine Menge an Variationen vorne, auch am Netz. Sie bewegen sich schnell, manchmal ein bisschen riskant, gehen früh in die Mitte. Sie lassen die Gegner sich auf nichts einstellen. Das ist ein wirklich klasse erster Satz. Und sie nehmen den Schwung mit in den zweiten. Hier Breakball bei 2:2. Und jetzt kommt gleich Jan-Lennard Struff gegen diese beiden Australier, die noch nie zusammen gespielt haben. Und Ebden ist eigentlich einer, der zuletzt vor allen Dingen sein Augenmerk auf die Einzelkarriere gelegt hat. Dazu natürlich mit John Pierce, einem Grand Slam Champion, einem ehemaligen Weltmeister. Saisonfinale zweimal gewonnen, jeweils mit Henrik Kontinen, dem starken Finnen. Und auch hier in Brisbane hat er zu Beginn des Jahres im Doppel gewinnen können. Auf dem Weg dahin schlug er unter anderem seinen heutigen Partner Matthew Ebden. Jetzt im zweiten Satz Deutschland mit der Chance, Satzball. Davor hatten sie schon zwei Breakbälle abwehren müssen in diesem 10. Spiel. Hier kommt der 3. Breakball nach diesem wirklich guten Return von Pierce, der steigert sich jetzt immer weiter, hatte anfangs Probleme auch mit dem Aufschlag. Ganz überraschend, sehr angespannt, aber er macht sich ein bisschen freier und dadurch wird der Druck auf den Aufschläger etwas größer. Der Aufschlagverlust zum 5:5 nach einem vergebenen oder aber auch abgewehrten Satzball. Und das Ganze mündet im Tiebreak. In diesem Tiebreak muss man leider sagen, dass die Australier besseres Tennis spielen. Geht relativ schnell auf 6:1 Führung. Nur ein Aufschlag kommt durch bei den Deutschen. Darüber hinaus 3 Breaks insgesamt im Tiebreak. 7:1, 50 Minuten dauert der zweite Satz. Sie sind besser angekommen. Satzgleichstand, eine 2:0 Satzführung war möglich. Nicht vergessen eben, es gab diesen Satzball. Dann in den 3. und hier kommt der Punkt des Spiels. Sagenhafte Aktion, schon wie Pierce den hier rauskratzt und eigentlich ein perfekter Ball. Aber da hatten sie alle die Rechnung ohne Tim Pütz gemacht. Super schnell, ein Tweener Lob-Ansatz. Und John Millman hat sich die Haare gerauft. Natürlich die Australier, die natürlich wussten, das ist ein gutes Doppel, das uns da heute gegenüberstehen wird. Aber richtig kennengelernt haben sie die in diesen ersten 2,5 Sätzen über fantastische Punkte, wie den hier eben von Tim Pütz. Und weiter geht es. Beide Australier vorne am Netz, das machen sie gerne. Sie wollen vorne ihre Einheit bilden. Die Deutschen spielen von hinten mit großer Übersicht in diesem 6. Spiel. Und dieses 6. Spiel ist hart umkämpft. Einige fantastische Punkte und dann dieser erzwungene Fehler. Nicht das Spiel für sein Team, das von Leighton Hewitt, der immerhin die US Open mit Max Mirny 2010 gewinnen konnte, sondern das Spiel und am Ende der Satz für Struff und Pütz, die Returns von Jan-Lennard Struff. Sie werden immer besser. Also das ist eine Riesenleistung von den beiden, denn auch die Australier haben sich inzwischen gesteigert. Beide, auch Ebden, gar nicht mal so schlecht, wie einige erwartet hatten, dass er vielleicht ein bisschen mehr wackelt, weil er eben nicht so eine große Doppelerfahrung zuletzt hatte, war aber schon mal unter den Top 60. Also Ebden, Pierce werden besser. Das heißt, die Deutschen müssen sich auch steigern. Riesenreaktion von Jan-Lennard Struff, dann dieses Auge. Und der Ballwechsel ist immer noch nicht vorbei. Die Chance hier also
Und wiederum ein super hart erkämpfter Punkt. Das sind zwei Breakbälle. Wäre natürlich ideal nach der 2-1-Satzführung, aber sie können diese Breakbälle nicht nutzen. Es geht dann relativ sicher für die Aufschläger weiter bis zum 5-6. Naja, und jetzt haben wir natürlich Druck. Matthew Ebden, der 30-Jährige aus Perth. 4 Titel im Doppel. Nur einmal im Davis Cup und zwar mit Leighton Hewitt zuletzt gespielt. Also seinem Teamchef, da ist er. Und mit dem hat übrigens auch John Pierce zuletzt im Doppel gespielt. Also kann man mal sehen, alle Wege führen über und mit Leighton Hewitt. Wieder Tiebreak. Und auch den Tiebreak spielt das australische Team einen Tick besser. Obwohl die Deutschen mit 3-1 geführt haben. Aber dann steigern sie sich wieder mit jedem Punkt. Mehr Selbstvertrauen. Naja, die Challenge bringt natürlich nichts mehr. 2-2 in den Sätzen. Wie nach den anderen Sätzen auch, verlassen sie erstmal die Szenerie. Jan-Lennard Struff, das haben sie nach dem zweiten Satz gemacht, danach einen super dritten gespielt. Jetzt nach diesem vierten Satz hofft man auf einen guten fünften. Immer noch eine gute Chance, aber Breakbälle gegen Deutschland. Dieses sechste Spiel, es stellt Weichen in eine Richtung, sollte es Australien gewinnen. Next second serve. Das kann beides sein bei Aufschlag von Pütz. Das hätte ohne Netz ein Aufschlag sein können, der super retourniert werden könnte von Pierce. Hätte auch ein Doppelfehler sein können. Da wäre schon das Break da gewesen. Also, neuer Anlauf. Pierce ist bereit. Und der ist jetzt immer besser. Seine Returns kommen immer klarer, immer sauberer. Er muss was kommen von Pütz. Und dann geht das rein in diese Rallye. Aber keine Rallye, weil Pütz keinen Bock auf Rallye hat. Also spielt er diesen Wahnsinnsball. Einer von vielen unglaublichen Punkten, von beiden natürlich. Man muss sagen, dann nochmal, diese künstlerischen Glanzpunkte, die setzt einfach auch Tim Pütz. Es passt zu ihm. Er spielt manchmal überragend, ein bisschen zu verspielt in der einen oder anderen Situation. Und dann wieder klar, dann wieder straight, dann wieder sachlich. Ein unglaublich wichtiges Spiel. Break verhindert, dann aber sofort die Chance, mit dem Break in Führung zu gehen. Also das ist eine perfekte Entwicklung hin, wo es richtig eng wurde bei 15:40, dann die Breakführung 5:4 und das ist zu transportieren. Und sie schaffen es bis zum 40:0 Matchball. Und nach 3 Stunden und 17 Minuten endet ein sagenhaftes Doppel. Gute Gegner, aber fantastisch die Leistung von Tim Pütz und Jan-Lennard Struff. Na, der eine kam mit einem Halbfinale Australian Open und einem Finale Sydney. Der andere mit einem Challenger-Titel. Das ist doch nicht so schlecht als Referenz. Sie haben sich gut vorbereitet. Sie haben zusammen trainiert. In diesem Jahr noch nicht zusammen gespielt. Aber das passt alles. Da greift ein Rädchen ins andere im deutschen Team. Und eine sagenhaft gute Leistung. Damit 2:1 Führung. Und einen noch hört man, einen noch alle abgeklatscht. Die waren wirklich okay. Und natürlich Pierce zum Schluss in seiner besonderen Klasse als Nummer 4 der Welt. Aber sie waren nicht gut genug für das Team des DTB. Zweites Match im Doppel zusammen, zweiter Sieg. 2-1-Führung im September in der Relegation in Oeiras. Anschließend hat Struff das erste Einzel am Sonntag gewonnen. Wenn Sascha Zverev sein Einzel gegen Kyrgios am Sonntag gewinnt, ist Deutschland im Viertelfinale und muss nach 3 Jahren nicht in die Relegation, sondern kämpft um deutlich mehr.